Dies ist ein Notrufsignal gesendet von Authentifizierungscode Barracuda. Art des Notfalls: Integrität der Sprengtür kompromittiert. Verfügbares Vault-Tech-Personal hat entsprechend Notfallprotokoll VT21 zu reagieren. Signal wird wiederholt. Hi und willkommen zurück zu Fallout 76 mit Camo Pixel. Lehnt euch zurück und genießt die Aussicht. Das Update ist da, Skyline Valley. Und wir rasen hin. Ich bin im Zielbereich. Wir haben die Radioübertragung gehört. Und suchen nun, hier vorne, sehe ich doch schon irgendwas, den Beginn der Quest. Ich habe nie wirklich kapiert, wieso Vault-Tec die Türen nummeriert. Wie viele gibt es überhaupt? Hi. Hey, geh nicht zu nah an den Rand, sonst fällst du noch rein. Und das willst du dir wirklich nicht antun. Okay. Was hast du hier gefunden, Alyssa? Dieser Tag steckt voller Überraschungen. Zuerst landet hier diese Vault-Tür und jetzt willst du sie einsammeln. Tür einsammeln? Nun, der Nummer zufolge gehört sie zur Vault 63. Mein Kumpel meinte, der liegt in der Ash-Heap-Region. Ich trage ihn mal auf deiner Karte ein, falls du die Reise überlebst. Dort soll es von Grubenhauern nur so wimmeln. Außerdem kannst du in dieser Region ohne Maske kaum atmen. Ein falscher Schritt und deine Füße werden geröstet. Und dann braut sich in dieser Richtung noch ein heftiger Sturm zusammen. So oder so würde ich mich also lieber von dort fernhalten. Ash Heap, das ist doch die Region, wo unser Zuhause ist, oder? Danke für die Warnung. Aber sicher. Pass auf dich auf. Danke, sehr nett von dir, Alyssa. Du hast coole Klamotten an. Oh, sorry, hab dich nicht bemerkt. Bin etwas daneben, seit das Ding vom Himmel gekracht ist. Ja, was zum Teufel ist das hier? Zack, zack, zack. Ist das die Tür? Ist das in die... Ach so. Das ist wohl vom Himmel gekommen bei irgendeiner übelst heftigen Explosion und hat hier jetzt mal so einen fetten Krater in den Boden gerissen. Du lieber Herrn, wo ist das hergekommen, sagt sie? Hier. Cool, direkt neben dem Testgelände. Das heißt, da können wir schnell... wir können über unser Camp reisen. Natürlich viel besser. Ja, das ist tatsächlich die Region, wo wir wohnen. Besetzt von Grubenhauern, ohne Maske, fällt so nach 5 Minuten tot aus dem Latschen. Und da soll Vault 63 sein. Schauen wir doch mal nach, ne? Schauen wir doch mal nach. So, wo ist das Ziel? In diese Richtung. Schön über den Lake Reynolds, über den Spielplatz. Ne, was war das hier? So ein kleiner ehemaliger Jahrmarkt. Hinweg. Da hat sich die Frage erübrigt, ne? Was machen wir als nächstes? Ob wir zum Fort Defiance, Fort Atlas oder sowas gehen, ne? Hat sich ja übrig, ne? Wir gehen nach Skyline Valley, ne? Wir sind eine Stufe aufgestiegen, sehr schön. Oh, falscher Knopf. Das wollte ich doch drücken. Ein paar Patronen einsammeln, Kronkorken immer gerne. Ne, das Fleisch bitte nicht. Ein Stück Rüstung brauche ich auch jetzt nicht. Wasser kann ich trinken. Ist hier, liegt hier was auf dem Grill? Nein. So, wir lassen uns nicht ablenken. Auf gar keinen Fall. Wir konzentrieren uns. Wir konzentrieren uns. Und begeben uns zur Vault 63. Ist mal wieder eine herrliche Atmosphäre hier mit der Sonne, die über dem Hügeln in Ash Heap steht. Oh, Server antwortet nicht. Die Steuerung wurde kurzzeitig deaktiviert. Oh, Verbindung zum Server getrennt. So, der Server antwortet wieder. Weiter geht's. Ich bin echt gespannt, in den Zielbereich zu kommen, wie dieser Kartenübergang auch sich gestalten wird. Also, das ist ja eine Kartenerweiterung diesmal. Nicht nur das Gebiet neu designt, sondern eine Kartenerweiterung. Und wie sie das jetzt gelöst haben, weil wenn man hier auf eine Karte guckt, sieht man ja keine... Oder ist das das hier?
Nein. Oder Tatsache. Das ging vorher hier lang, ne? Bin ich blöd? Das hier ist das Neue? Oder fragst du mich jetzt was? Das war doch hier vorher nicht grün, oder? Das. Oder gab's das schon? Ich habe keine Ahnung, Leute. Ich kenne mich überhaupt nicht mit der Map so gut aus und ich war ja auch längst noch nicht in allen Ecken der Map gewesen, um das genau beurteilen zu können. Ne? Auch jetzt soll ich hier in den Zielbereich. Das ist hier nahe diesem Aussichtsturm, wo ich ja auch schon ewig mal hoch wollte, um so ein paar Punkte auf der Karte weiter aufzudecken. Bin ich aber immer noch nicht hochgekommen. Bin ich immer noch nicht gewesen, ne? Ja, auch gut aus hier. Alles zerstört. Ich frage mich, wie ich da hochkomme. Unfertiges Anwesen. Achso, das ist also tatsächlich doch irgend so ein Mega-Anwesen von irgendeinem reichen Typen. Genau wie das von diesem Hornride-Typen. Weiß ich jetzt gar nicht, ob ich da hochkomme. Ne, das da? Ne, das da. Das ist von diesem reichen Typen von der Firma. Naja. Fragen über Fragen. Dieses Spiel bleibt riesengroß. Es ist einfach so. Und es wird auch immer, egal zu welcher Zeit, wird es immer etwas zu entdecken geben. Ne? Es wird niemals so sein, dass man alles entdeckt hat, dass man sich langweilt. Es sei denn, man ist Level 2000 oder so. Dann hat man vielleicht wirklich schon jede Ecke gesehen. Aber bis dahin hat man auf jeden Fall ohne Ende zu tun. Wir sollen Vault 63 finden. Oh. Uranvorkommen. Ja, das nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Wenn ich sowas schon mal sehe, hier drüber stolper. Au. Oh. Das sind die winzigen Maschinen hier. Also Kommunisten-Maschinen hier, Roboter. Oh. Ja, komm. Die Entdeckung oder lauf. Trifft da nicht. Die machen ihren Job auf jeden Fall nicht schlecht, ne? Eieiei. Geben die uns Munition? Ja. Zumindest ein paar Kugeln geben die uns wieder. Das ist nicht verkehrt, die auch mitzunehmen. Der nicht. Der aber. Habe ich eigentlich aktuell gar keine Jagdgewehr, Kampfflinte. Ne, ich habe eigentlich. Oh, falsch Knopf. Ich habe gar keine Nahkampfwaffe dabei. Das ist natürlich nicht so gut, ne? So, wo sind wir hier? Sieht aus wie so ein Grubenhauer Außenposten. Kurz durch die Wohnung hier gehen. Durchs Haus. Mal einen Blick durchs Fenster reinwerfen. Auf jeden Fall ein kommunistisches Haus. Keller ist nicht zugänglich. Kurz hier oben reingucken. Nichts Besonderes, ne? Da kommen wir wieder runter. Nun gut, nichts Besonderes. Gibt nichts zu sehen. Okay, wir haben Vault 63 entdeckt. Das wird das nicht sein. Das wird irgendwo hier hinter sein. Da raucht es ja auch und brennt es. Irgendwo muss ja die Tür von abgesprengt worden sein. Ne? Die ist ja immerhin bis zum Wayward geflogen. Gucken mal hier. Aha. Aha. Hier ist irgendwas in die Luft geflogen, wo vorher ein Haus noch drauf davor stand oder sowas. Da. Richtig in die Luft geflogen. Das erinnert mich so ein bisschen an Fallout 3. Dass man bei... Oh, wir haben den Eingang gefunden. 50 Kronkorken dafür gekriegt.
ideal, ne? So, wir schleichen uns mal rein in den Eingang. Achso, ich muss drücken. Ne, Fallout 3, da kam man auch mitten in so einem Fels raus und sah nur die Einöde des Ödlands vor sich. Was haben wir? Eine Pip-Boy-Lackierung freigeschaltet. Schwerer verlorener was? Techniker? Okay, Alarm geht. Alarm geht. Der ganze Ein- und Ausgangsbereich ist hier in die Luft geflogen. Und da hinten ist irgendwer rumgelaufen, ne? Vault 63. Willkommen zu Hause, ja. Putzmittel. Bilder verloren, ne? Ne, das ist doch hier ein... Das ist doch ein Ghoul gewesen. Was zum Teufel ist das? Ist das eine Übertragung oder... Aufzug brennt? Wollen wir... Schritte da hinten. Verlorener Bewohner. Der ist aber rot. Ich mach mal die Taschenlampe an. Sie sind wieder hier. Hinfort. Er haut ab. Gruselig. Wo gehen wir denn jetzt als erstes rein? Wir gehen hier rein. Zurück in den Sturm getroffen. Guck mal da. Alter. Aber nicht allein. Wir töten euch vereint. Uah, ekelhaft. Was hat die denn für eine Stimme? Ihr Schreckenshunger ist gestillt. Sie sind fort. Die sehen... Hä? Die können auch noch... Also, klar denken jetzt vielleicht nicht, aber die können auf jeden Fall denken, ne? Und die können sprechen. Sind die jetzt... Muss ich die jetzt trotzdem erschießen, oder? Worum geht's hier? Mal den üblichen Schrott mitnehmen, ne? Ich bin erneuert. Wiedergeboren. Guck mal, die leuchten die Augen. Aber sie ist ja klar rot. Hier, sie sind hier. Ich gehe in den Sturm. Boah, sind die widerlich. Widerlich, guck mal, Ghoul, aber dann so mit diesem Blitzzeug da drinne, krass. Stimpack und Munition ist natürlich sehr gut. Wer weiß, was hier für krasse Experimente umgesetzt wurden. Da ist er. Oh, da sind ganz viele. Der hat uns jetzt... Oh, 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 die werfen was. Oh, oh, oh. Was zum Teufel? Sofort tot. Sofort tot. Okay, ein bisschen vorsichtiger sein. Hallo, geh mal in den Kriechmodus. Was zum Teufel sind das für Leute? Und was war das für eine Granate? War das irgendwie so eine Impuls-Elektro-Schockgranate? Ja, jetzt machen wir kurz einen Prozess mit euch hier. Oh, oh. Ah, siehst du, ich wusste, der kommt auch von der anderen Seite. Boah, scheiße. Da, siehst du, da war wieder dieses... Los, lauf, ich klemme fest. Boah, da ist noch einer. Boah, weg hier. Lauf, Junge, lauf. Bleib doch nicht immer stehen. Bleib doch nicht immer stehen. Jetzt muss er nachladen, ey. Da, jetzt werfen sie wieder was. Schnell weg hier. Was heißt schwer? Er ist gepanzert. Jetzt erkenne ich das erst. Ich dachte, der hätte irgendeinen krassen Anzug an. Was für meine Flügel? Patrone? Was haben die denn da an? Hab ich ja noch nie gesehen, diese Rüstung. Boah, ich schmeiß wieder was. Ich hänge hier fest. Ich hänge hier fest. Boah, Alter. Impulsgranate. War das das? Aber ich denke, so eine Impulsgranate ist doch... Oh, 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 oh. Was war das zum Teufel?
Wie viele kommen uns da jetzt entgegen? Ja, vielleicht, weil ihr direkt auf jeden schießt, der hier reinkommt. Boah, ich will nicht meine ganze Munition verholzen. Alter, die explodieren, wenn man die kaputt macht. Boah. Verdammte Scheiße. Ich muss auf jeden Fall erstmal die Wumme wechseln. Ja, die Schrotflinte macht ja gar nichts. Wir nehmen mal die. Boah, ist das krank. Impulsgranaten. Moment mal, die sind doch normalerweise, sind die doch gegen Roboter. Wenigstens geben die mir ein paar Stimpacks wieder. Die sind doch gegen Roboter und... Da ist einer doch. Ich sehe ihn nicht. Warum machen die mir so einen Schaden? Wo ist er da? Ich habe das Gefühl, ich mache überhaupt keinen Schaden. Oh, lauf, Junge, lauf, Junge, lauf, Junge. Oh, oh, oh. Ich sehe auch nichts. Steht er hier wieder an der Ecke? Ja. Ah, jetzt hat er nicht nachgeladen. Der Depp. Ich sehe nichts. Boah, es macht einfach null Schaden. Es macht. Ich bin wieder tot. Wieso ziehen die mir so schnell Energie ab? Wo ist der? Ja, schon mal, guck mal. Drei Schuss, drei, vier Kugeln und ich bin tot, Alter. Bin ich irgendwie jetzt noch im Level? Ist das so, wie sagt man? End-Content oder wie sagt man dazu? Ist jetzt auch meine andere... Meine andere, weg. Wo sind denn jetzt? Wo bin ich denn jetzt eben gestorben? Hier müssten doch meine Sachen liegen, oder? Liegen die jetzt nur da hinten, wo ich eben das erste Mal gestorben bin? Nimm noch die Wumme auch raus, Junge. Die machen mich fertig. Uah! Was? Warum machen die so viel Schaden? Bin ich einfach im Level viel zu niedrig? Jemand bei Verstand? Ja, los, ich... komm zur Sprechanlage. Hier, die? Hallo? Jemand da? Die Sensoren haben einen starken Aktivitätsanstieg registriert. Dann wurde es plötzlich still. Ja, hallo? Ich bin hier. Ja, genau, hier sind eine Menge irre elektrifizierte Ghule. Genau, was das trifft. Was du nicht sagst. Der ganze Tunnel steckt voller Verlorener. Die Frage ist nur, warum bist du mit ihnen da drin? Ja, das frage ich mich Moment. Auch. Willst du mir sagen, du hast all die Verlorenen allein ausgelöscht? Oh, ich habe so viele Fragen. Wie, womit und... Nein, konzentrier dich, Hilda. Hilda? Ich könnte jemanden gebrauchen, der so gut kämpfen kann. Hey, Lust auf eine Wanderung? Was? Klingt alles zu verdächtig. Sind das diese Dinger, ja. Bist du eine Vault-Bewohnerin? Das ist doch hier Vault 63, ja. Wie scharfsinnig. Es ist kompliziert. Du stehst am Eingang zum Vault, aber das ist nur die Spitze des Eisbergs. Oh Gott. Zuallererst sollten wir uns treffen. Na gut. Perfekt. Der Eingangsbereich, in dem du stehst, war früher ein System, um Güter schnell in den restlichen Vault zu transportieren. Aber wie du siehst, ist er eingestürzt. Du musst zu einem anderen Eingang in der Nähe des Vault Atriums gehen. Ja. Du musst bloß über die Hügel im Süden. Halte Ausschau nach dem Eingang zum Shenandoah Nationalpark. Falls du einen Anhaltspunkt brauchst, orientiere dich an dem riesigen, bedrohlichen Sturm am Himmel. Ah, okay. Man kommt hier gar nicht weiter. Der Eingang liegt unter einem Anwesen genau in der Mitte des Nationalparks und des Sturms. Ist nicht zu verfehlen. Okay. Nach Süden, stürmischer Park, Anwesen in der Mitte. Das kriege ich hin. Okay, sie ist anscheinend schon weg. Vielleicht war das auch nur keine Falle, aber irgendwas in der Art. So,
Krempel mitnehmen. Warte mal, wo habe ich denn, wo sind wir denn eben hier gestorben? Hier müsste noch irgendwo meine Tasche rumliegen. Mit dem Zeug, mit dem Schrott, mit den Materialien, oder nicht? Oh, eine handgefertigte. Die nehme ich mit, da kann ich Mods draus herstellen. Eine Jagdgewehr jetzt nicht unbedingt, da ist auch zu. Hier ist sie, ne? Da, das wurde auch ausgetauscht. Guck mal, das ist jetzt so eine Vault-Sporttasche. Vorher war es ja so eine Papiertüte. Ja, ganz wichtig, mein Tischventilator war da drin, ne? Den will ich natürlich mitnehmen. Okay, das war hier dieser Versorgungstunnel. Der ist komplett eingestürzt. Das heißt, hier gibt es keinen Zugang mehr zum Vault 63. Bedeutet, wie sie schon sagte, wir sollen einen anderen Eingang finden. Hier haben wir noch ein bisschen Krempel. Schmutziger Armeehelm brauche ich jetzt nicht unbedingt. Buffout nehme ich mit. Kronkorken, Kleber, Schießpulver nehme ich mit. Oh, ein Fusionskern, immer gerne. Kaputte Puppe und Schere. Was ist das? Zahnräder. Nee, Pümpel brauchen wir nicht. So. Das ist quasi jetzt hier die andere Seite. Ja, richtig. Boah, heftig. Warum machen die mich so fertig, diese Viecher? Ich glaube, ich muss bei so Gelegenheiten, da kannst du ja auch deine Position nicht mehr verbergen. Oh. Dann vielleicht doch nochmal wieder auf meine gute alte Powerrüstung zurückgreifen, um einfach ein bisschen mehr Schutz zu haben, ne? Sie hat uns ja gefragt, wie hieß sie nochmal? Hilda hat uns gefragt, ob wir das mit einem... Also wir alleine haben die ganzen Verlorenen ausgeschaltet. Das stimmt ja so nicht, ne? Wir waren ja quasi zu dritt, weil wir drei Anläufe gebraucht haben. Immer wieder ein Stück mehr ausgeschaltet haben. Sturm, hat sie gesagt. Sturm Richtung Süden. Naja, wir gehen einfach mal in die Richtung. Süden wäre ja eigentlich da lang. Ich guck mal auf der Karte. Ja, Tatsache. Also das ist tatsächlich hier die Kartenerweiterung. Und wenn mich das nicht alles täuscht, war früher die Karte hier zu Ende. Und dann ging hier irgendwo, ich denke mal an diesem Übergang zum Grünen, ging irgendwie das Gebirge lang, was quasi Map-Ende war. Ist das richtig? Und das ist jetzt das Neue. Und irgendwie kommen wir jetzt hier einfach rein. Ist das jetzt einfach offen? Gibt es da einen einzelnen Zugang? Oder wie, oder was? Hä, irgendwie funktioniert das mit den ganzen Waffen noch nicht. Warte mal, wir können doch ein bisschen schneller, wenn wir da einmal vorbeireisen. Und ich habe, glaube ich, die Plasmakerne hergestellt? Es müsste sein, dass ich die Plasmakerne hergestellt habe. Dann würde ich damit den Gatling-Laser austauschen gegen den, wie heißt der, Plasma-Gatling? Wie heißt denn das Ding überhaupt? Das würde ich dann eben austauschen. Gibt es noch einen Kern, ja, den wir aufgesammelt haben. Den können wir aufladen lassen. Hier können wir das Zeug loswerden. Dann würde ich tatsächlich... Genau, das Uranerz können wir auch wegtun. Die nehmen wir gleich auseinander. Die tun wir weg. Das tun wir alles weg. Nee, die muss woanders rein. Bauplan. Den lesen wir uns durch. Warte. Notizen. Da. Achso, das ist nochmal irgend so ein Elfenbeingriff für den Single-Action. Cool. Hier. Pip-Boy 2000 Lackierung. Verbrannt. Bin ich gespannt, wie der aussieht. So, und dann wollte ich Waffen, den Gatling-Laser wegräumen. Die nehmen wir auseinander. Und dann wollte ich mitnehmen... Vielleicht sollten wir auch hier sowas, eine Nahkampfwaffe mitnehmen. 51. Habe ich noch was anderes als Nahkampfwaffe? 48. Da, Gatling Plasma, so heißt das Ding, ne? Das nehmen wir mit. Hier unser 103. Die Powerfaust. Und der, wie heißt der? Der Grubenhauer-Handschuh, den habe ich da oben hingehangen. Der ist nicht mehr so gut, ne? Den nehmen wir die beiden mit. Warum bekomme ich immer noch Wartungsaufträge?
Dann haben wir auf jeden Fall was am Start. So, die will ich auseinandernehmen. Kriegen wir ein großes Bajonett. Ist jetzt nicht ganz so dolle. Hier unten machen wir mal die Gatling-Plasma drauf. Und hier unten machen wir die Powerfaust drauf. So, dass wir in manchen Situationen auch einfach mal wieder auf den Nahkampf zurückgreifen können. So. Ich sehe gerade, ich habe hier überhaupt keine Munition. Hatte ich? Wieso will er den nicht benutzen? Ist der zu hoch? Habe ich den deswegen auch nie mitgenommen? Stufe 50. Oh, oh, wir haben einen Stufenaufstieg. Welche Stufe sind wir denn? Gucken wir das mal schnell nach. Sehe ich jetzt hier gerade gar nicht. Ich habe auch hier zum Beispiel diesen Waffenschmied und so rausgelegt. Den brauchen wir ja nicht, wenn wir unterwegs sind. Und würde da jetzt gerne Karten mitnehmen, die ich für einen aktiven Bild mitnehmen kann, wenn wir unterwegs sind. Waffenschmied, Rüstmeister, das kann ich ja alles als Herstellung und Ressourcenbild dann benutzen. Ne? Ihr versteht meinen Gedanken, hoffe ich. Hier fehlt uns für den Ausputzer noch ein Punkt. Bei Stärke würden wir was zum Tragen bekommen. Glück, da müssen wir warten, bis wir Level 46 sind, habt ihr mir erzählt. Wegen der Karte, also würde ich... Oh, falscher Knopf. Würde ich tatsächlich nochmal einen Punkt hier auf die Wahrnehmung nehmen. Haben wir den... Wo ist denn der... Wie heißt denn der Meister... Hier ist er. Im Besitz eine Karte mit Stufe 2. Da müssen wir noch eine Karte nehmen. Dann können wir den auf Rang 3. Genau. Verbessern. Hat er den jetzt auch direkt eingewählt? Kommandosoldat. Profi-Kommandosoldat. Achso, nee, hier ist er. So, und der Meister-Kommandosoldat. Jetzt haben wir alle Kommandosoldaten für den Ausputzer. Da sind wir 3, 6, 9, 10, 12. So, Intelligenz. Haben wir noch keine neuen Karten jetzt? Ne? Haben wir noch keine neuen Karten? Dann sagte einer von euch, das machen wir aber später, gibt es alte Garde, das war die, wir nehmen das Jagdgewehr, in der Saison, die ist jetzt natürlich wieder neu ausgewählt, ne? Ist das richtig? Klar, muss ja jetzt, ja, ist ja jetzt wieder eine neue, ne? Muss man jetzt wieder hier, Score-Rang 0 quasi bin ich. Hätte ich die ganzen Punkte mal verballern müssen, ne? Ah, das sind so Sachen, die sind mir einfach nicht... Oh, guck mal hier, ich krieg hier was. Score-Boost. Umsonst. T45 Pfadfinder-Lackierung, die sieht aber irgendwie dämlich aus, ne? Ein Kanu, cool. Was kann man damit machen? Kann man es nur hinstellen oder kann man damit auch durch die Gegend fahren? Hier, das müssen wir freischalten erst. Atome, Goldbahn, legendäre Module. Und hier sagte dann einer von euch, was ist das denn? Ah, ist nur ein Symbol. Gibt es auch manchmal Kartenpakete, ne? Zu kaufen zum Beispiel. Ja gut, da will ich jetzt gar keine Zeit verschwenden. Jobs. Hätte ich natürlich jetzt schalten müssen. Und die, wie heißt denn das? Diese Score, machen die? Ah, die kämpfen gegen die Ameisen. Na gut. Zack, Junge, kriegst die Powerfaust auf den Kopf. Oh, 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 oh. Wieso? Wieso erleide ich so viel Schaden? Oh, den hat's erwischt, ey. Okay, ich bin dafür. Wer ist das denn? Supermutanten! Weg hier! Weg hier! Guck mal, wie viel Schaden ich erleide. Aber, oh, und tot. Habe ich gar nicht drauf geachtet, ne? Das war doch nicht die ganze Zeit so, ne? Wir spawnen direkt hier neu. Ja, bitte hier neu spawnen. Das war doch nicht die ganze Zeit so. Wir haben doch eigentlich gute Rüstung mit unserer chinesischen Tarnrüstung gehabt. Hatten wir eigentlich gute Rüstungswerte. So, wenn ich die jetzt hier hinstelle, ne? Und da einsteige, zieht er dann die Tarnrüstung aus?
Weil das eine Rüstung ist, zieht er die Teile alle aus, richtig? Zeig her. Ja, die zieht er dann aus, ne? Oh, die ist auch teilweise zerstört. Ich kann das nicht ausrüsten, solange ich eine Power-Rüstung trage. Ja, super. Das bedeutet, ich kann so nicht schleichen mit dem für den Ausputzer, ne? Also bis auf das erste. Treffen tue ich auch nicht mehr hier. Also bringt das irgendwie gar nichts. Ich hätte eine andere Waffe für die Rüstung mitnehmen sollen. Eine andere Nahkampfwaffe. Ameisen. Hab ich vorher auch noch nicht getroffen hier. Ne, Sturmgewehr nehme ich jetzt nicht mit. Ich brauche nicht. Kriechen brauche ich auch nicht. Klebeband nehmen wir mal mit. Ich bräuchte mal wieder Blei für Munition. Um Munition herzustellen, muss ich mir Blei mal markieren. Okay, warte mal. Wie machen wir das denn jetzt? In der Tarnrüstung muss ich echt tatsächlich ein bisschen... Ist jetzt hier ein Durchkommen? Das bringt ja so nichts, ne? Wie war denn das? So lässt er die Rüstung stehen. Dann nehmen wir die mit Space. So, und dann benutzen wir den Ausputzer. Müssen wir aber uns tatsächlich... Ich drücke mal Escape, um aus dem Menü raus, aus dem Pip-Boy rauszukommen. Das brauche ich ja gar nicht. Muss ich einfach ein bisschen vorsichtiger sein, ne? Meine Rüstung ist auch die chinesische jetzt wieder zerstört, oder was? Tatsache. Deswegen bietet die auch keinen Schutz mehr. Kann das sein? Verdammt, ich brauche schon wieder Escape. Ich brauche auf jeden Fall eine Werkbank. So, jetzt sollten wir hier in einem neuen Abschnitt sein. Da ist der Sturm. Kaum zu übersehen. Hä? Achso. Ich dachte, hier auf dem Kompass wird jemand angezeigt. Ich dachte, er wäre das. Da ist jemand. Hallo. Sunny macht gute Sandwiches. Sunny? Wer ist Sunny? Geht's hier in diese Urlaubsregion? Ein Ausflug mit dem Ranger-Bär. Ja, wir sollen weiter in die Richtung, ne? Dann gehen wir einfach mal von der Straße ab. Reise zum Skyline Drive. Da oben. Okay, hier sind nur Berge. Da müssen wir vielleicht da rechts, würde ich mal vermuten. Kommen wir gut hoch. Deswegen haben die mich jetzt so schnell kaputt gemacht, oder? Weil meine Rüstung kaputt ist und dann auch gar nicht mehr diese Werte bietet. Kann das sein? Ich brauche schnell irgendeine Werkbank zum Reparieren. Das geht doch an allen, oder? Reparieren geht doch. Oder brauche ich dafür eine spezielle Rüstungswerkbank? Ah ja, mal wieder alles völlig chaotisch. Aber so ist das Leben in Fallout nun mal. Und auch den Weg, den ich jetzt hier wieder gewählt habe. Irgendein Weg mitten durch die Pampa. Wie wäre denn... Da hätte ich durchgekonnt. Und ich hoffe jetzt hier durchzukommen. Wird schon schief gehen. Ein paar Blümchen hier pflücken auf dem Weg. Für die Moral. Wie weit seid ihr denn schon mit dem neuen Content? Habt ihr den schon ausprobiert? Wenn ja, wie weit seid ihr? Und ist es was sich gut in diese ganze Gold Vault und Foundation und Crater Quests und sowas einfügt, also im Sinne von
vielleicht Foundation oder sowas auch mit berücksichtigt? Spielt das nur hier in dem neuen Skyline Valley? Und wie gut sind die Quests? Die wir jetzt zum Schluss gemacht haben, die Quests, die sind ja echt gut gewesen, so, ne? Auf jeden Fall. Diese Logbücher der Aufseherin sind ja jetzt nicht so der Bringer. Aber diese ganze Questreihe mit Foundation und so und die Wastelanders Questreihe von der Aufseherin sind ja auf jeden Fall echt gut, ne? Also die haben ja wirklich Bock gemacht. Und diese ganze Sache mit dem Einbruch, diese ganze Vorbereitung mit den Robotern, mit Penelope und so, das hat ja echt Bock gemacht. Und kann man das vergleichen? Sind die Questreihen von hier auch so gut? Das würde mich echt interessieren. Ich meine, die hatten ja genug Zeit für so ein DLC hier. Oh, oh, hier geht was ab. Das hört sich nach Supermutanten an. Nee. Oh, da. War das ein Bär? Oh, oh, blauer Teufel. Da halten wir uns mal raus, oder? Wer kämpft denn dagegen? Hier die. Blutadler. Also erst müssen wir gegen den blauen Teufel. Alter, der verliert ja gar keine. Guck mal. Der verliert ja... Der ist Level 75. Der ist Level 75 und er zieht sich zurück, weil er weiß, dass wir auf diesem Zelt hier einfach in der überlegenen Position sind. Guck mal, und die? Was ist mit euch? Ist der blaue Teufel zurück? Ja, Tatsache, da ist er. Oh, oh, er kommt hier hoch. Fuck, das ist unser Untergang. Wo ist er? Uah! Oh, was macht der? Haut ab. Was ist das denn? Boah, ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Klar, vor allen Dingen ohne meine Rüstung. Und jetzt kann ich tatsächlich von hier da neu wieder hinlatschen, ne? Ach, verdammter Mist. Ah, dieser feuerblauer Teufel. Wie heißt der blaue Teufel? Warum ist der Level 75, bitte? Ist das jetzt hier so ein Gebiet, wo es über Level 50 geht? Macht das überhaupt Sinn, jetzt dahin zu gehen und den neuen Content zu kriegen? Oder wäre besser, dass ich da tatsächlich mal irgendwie ein höheres Level hätte? Warte mal, da müssen wir ja gar nicht lang. Müssen da lang? Nee. Ich will ja auch nicht dahin. Ich will hier hin, ne? Ich muss das mal markieren. Wie mache ich das? Was war das? Da hinten läuft jemand. Ein Raider. Wo ist denn jetzt... Hier, bitte markier das doch mal. Da. Nur das aktivieren. So. Und ich sehe immer noch nichts. Dann mache ich mir hier einfach eine Markierung hin. Will er auch nicht? Doch, jetzt hat er. So, also in die Richtung. Was zum Teufel, ey. Ah, warte mal, warte mal, warte mal. Hier ist eine Station. Hier gibt es doch eine Werkbank. Bisschen was zum Sammeln für uns. Irgendwo muss es hier eine Werkbank geben. Da können wir doch Sachen wegschmeißen. Wie zum Beispiel die Powerfaust. Weil wenn die mir mit der Rüstung zusammen nichts bringt. So. Reparieren kann ich doch hier alles, richtig? Oder kann ich jetzt nur Waffen? Oh verdammt, ich kann nur Waffen reparieren. Die kann ich noch gar nicht benutzen. Oh, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Wie, wo repariere ich jetzt? Ist hier irgendwo eine Rüstungswerkbank? Natürlich nicht, ne? Alles Mögliche hier. Bleistift. Sammel. Ja, dann nimm ihn auch mit. Zwei Kronkorken. Jetzt bin ich hier schon wieder dran, irgend so ein Krempel einzusammeln. Anstatt, äh,
anstatt diese Missionen hier zu besorgen. Aber das macht überhaupt keinen Sinn. Ich muss kurz das Geld ausgeben. Ich muss schnell nach Hause die Rüstung reparieren. Alles so ein Rumgedruckse hier. Was ist jetzt? Jetzt greifen uns hier noch die Killerviecher an. Ja. Jetzt will er nicht das Ding hier benutzen. Jetzt hängt er fest. So, Spiel neu gestartet. Keine Ahnung, was da jetzt abgegangen ist. So, das Zeug wegbringen. Und dann schnell zur Rüstungsbank. Das ist die hier. Jetzt laden wieder diese ganzen Quests neu. So, die bitte einmal auf T. Mit dem Reparaturkit. Zack, reparieren. Sehr schön. Oh, warte mal. Wo wir gerade hier sind. Ne, ich will noch nicht herstellen. Ich will auf Modden. Dann auf den Pip-Boy. Lackierungen. Hier verbrannt. Wie sehen die denn aus? Oh, cool. Guck mal. Jetzt wäre der. Kann ich den dann drehen? Ja, da. So, drehen wir den mal so. Ich den jetzt auswähle. Das benutzt zwei Bleikommen. Benutzen wir einfach mal. Ja, geh mal so zur Seite. Ein verbrannter Pip-Boy. Oh, wenigstens was Neues. Zeig her. Ja, sieht krass aus, ne? So. Jetzt ist die wieder repariert. Jetzt können wir da hin. Ah, guck mal. Klar, jetzt ist ja unsere Leiche, unser Zeug hier weg, ne? Brauchen wir gar nicht mehr hin, weil er hat mich ja aus dem Dings geschmissen. Kannst du warum reagiert diese Markierung nicht? Hier, ich drück Enter. So, jetzt da, Mara. Jetzt wieder zurückgesprungen. Jetzt gehen wir von dem Bahnhof. Wieder Geld ausgeben müssen. Straight zu dem Anwesen, wo der Eingang zur Vault 63 liegen soll. Und zwar in diese Richtung hier. Also. Zurück zur Frage, ist das Gebiet jetzt viel zu hoch im Level für mich? Kann man da hingehen, wann man will? Passt sich die Map an? Oder ist das jetzt hier wie dieser komische blaue Teufel? Alles auf so einem hohen Level, also überhaupt nicht spielbar. Ist das extra für Leute ab Level 50 und aufwärts? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Was macht er? Er sucht, durchsucht hier Krempel. Ich suche Schrott und Krimskrams, den ich Rev verkaufen kann. Okay. Dann viel Erfolg dabei. Wir begeben uns jetzt auf jeden Fall noch bis zum Eingang. Dann wird die Folge eben ein bisschen länger. Er lädt noch die ganzen Missionen nach, die noch alle so als sonstige und Nebenquests in meinem Pip-Boy gespeichert sind. Ziemlich hügelig. Wir kommen jetzt aus den Bergen. Guck mal, der Sturm da. Krasser Scheiß. Was zum Teufel ist da passiert, hä? Was zum Teufel ist da passiert? Aber das gilt es herauszufinden. Das wird bestimmt interessant. Das wird bestimmt interessant. Die hatten ja genug Zeit. Das wollte ich eben, glaube ich, noch sagen. Visitor Center. Sich hier für das DLC so ein paar Sachen auszudenken. Hinten sehe ich irgendein Gebäude, aber da wollen wir nicht hin. Wir wollen mitten rein ins neue Gebiet. Guck mal, hier ein Picknickkorb. Mitten rein. Würde natürlich Sinn machen, uns hier so ein paar Reisepunkte auf dem Weg mal abzuchecken, dass wir auch so ein paar Schnellreisemöglichkeiten hätten, falls uns wieder irgendwas Dummes passiert. Nun gut, jetzt bin ich schon mitten im Wald. Oh, da ist was. Oh, verdammt. Ein Yaogwai Level 47. Den muss ich nicht unbedingt mitnehmen. Gut, dass die... Oh, er hat uns entdeckt. Er hat uns entdeckt. Lauf, Junge, lauf. Lauf. Hier hängen wir ihn ab. Skyline Valley, entdeckte Region.
krass aus am Himmel, dieser Sturm da oben. Hier ist irgendeine Bude. Da gehe ich jetzt vorbei. Nicht, dass mir noch irgendein komischer Teufel, Yaogwai oder sonst was begegnet. Oh, was ist hier? Honig? Leuchtendes Harz. Na gut. Oh, der ist auf dem Grill gestorben, der Typ. Auf dem Grill gestorben. Hier ist was. Oh, der Sturm wird immer krasser. Ich dachte, das wäre so... Oh, guck mal, rote Blitze. Du Scheiße. Ich dachte, das wäre so voll das schöne, nette Gebiet. Shenandoah Besucherzentrum. Leuchtende Kakerlake. Okay, wir sind wenigstens beim Besucherzentrum angekommen. Ist nicht verkehrt, ne? Wir sind alles so ein paar Kakerlaken. Ja, noch eine. Dafür könnte ich aber was anderes nehmen. Die muss ich ja nicht unbedingt. Shenandoah Visitor Center. Da kann man rein. Nun gut, dann... Boah, krass. Guckt euch mal hier oben. Guck mal. Boah. Oh, was ist denn da? Was ist denn... Warum geht das so runter wie in so einem Krater? Sieht auch fast aus wie so ein Krater, aber da unten ist ja ein Anwesen, ne? Ach, sollen wir hier hin eigentlich? Warte mal. Tatsache, wir sind schon fast da, ne? Nun gut. Dann sind wir halt fast da. Mehr Kakerlaken. Ja, in das Besucherzentrum können wir reingehen. Ah, müssen wir jetzt nicht, ne? Was? Zum Teufel, was ist hier los, ey? Okay, wir brauchen irgendwo Schutz. Wenn wir schon mal so... Falsch Knopf, wenn wir schon mal so nah sind. Nah dran sind. Dann gehen wir auch zu dem Skyline Drive. Wo wir hier hin sollen. Hier. Da ist irgendeine Fabrik. Was? Thunder Mountain Umspannwerk. Hier hat doch jemand gesprochen. Ich habe doch da jemanden drin gesehen. Hallo? Hallo? Hallo, Craig. Oh, Craig hat eine Katze. Automatron. Cool. Miau, macht sie. Hey, wer bist du? Hau ab! Oh, du bist keiner von denen. So ein Schreck. So ein Schreck, wie er aussieht. Der sieht ein bisschen erschreckt aus. Wer bist du? Was hier passiert? Ich bin Craig aus Foundation. Ah. Und es gibt sonst niemanden mehr. Okay. Wir hatten gesehen, wie sich das Wetter hier verschlechtert. Da wollten wir nachsehen, ob jemand Hilfe braucht. Wir waren noch nicht lange unterwegs, als uns irgendwas angriff. Ich bin in Panik weggerannt. Völlig in Ordnung, Craig. Ja, also ich will sogar tiefer in den Sturm vorstoßen. Meinst du das ernst? Hast du mir nicht zugehört? Naja, lieber du als ich, schätze ich. Allerdings, wenn du das wirklich vorhast, würdest du mir einen Gefallen tun? Würdest du, wenn du auf dem Skyline Drive unterwegs bist, Ausschau nach meinen Freunden halten? Trampelpfade, Leichen, Hinterlassenschaften, alles würde helfen. Dann könnte ich es auch Foundation berichten. Vielleicht lebt sogar noch jemand. Ich verlange nicht viel, hinterlasse einfach eine Leuchtfackel. Sobald der Sturm sich beruhigt, komme ich nachsehen. Okay, klar, ich halte die Augen offen. Aber ja, mach dir keine allzu großen Hoffnungen. Schon klar, aber zumindest will ich nicht mit leeren Händen zurück nach Foundation. Zu ihren Familien. Ja, klar, verstehe ich, Craig. Also, nimm die Leuchtfackeln. Falls du irgendwas oder irgendwen siehst, lass eine fallen. Ich sorge auch dafür, dass es sich für dich lohnt. Und pass auf diese Dinger auf. Die sehen aus wie Ghule, sind es aber nicht. Die sind nicht harmlos.
Das habe ich gemerkt, Craig. Danke für den Ratschlag, für die Warnung. Das habe ich auf jeden Fall schon bemerkt. Nehme ich jetzt nicht mit. Craigs Katze, wie heißt die? Catty, klar, was für ein einfallsreicher Name. Ranger Haley's Terminal. Gucken wir mal kurz noch zusammen in den Terminal rein. Erstmal einmal drücken. Dann wollen wir die Dinger hier. Die Codes, zack. Hier ist noch einer, zack. Da ist einer. Niemand wird dir hier wehtun. Wir sind schon fertig, oder nicht? Stream, hier. So, Monatsbericht, Nachricht von Leiter Pilker. Mhm, asoziales Verhalten. Mhm, danke, Little Pilker. Monatsbericht, was sagt der? Nichts. Nichts Besonderes. Suche nach Überlebenden am Skyline Drive. Gut, das werden wir tun. Ja, die sehen krass aus. Und was haben die hier für krasse Anzüge an aus Vault 63? Hier, guck mal. Kommt man hier rein? Nee. Da ist auch nicht dieses Gebäude. Nee, wir müssen irgendwie hier noch drüben hin. Alles klar. So haben wir zumindest den ein oder anderen Schnellreisepunkt uns schon freigeschaltet. Und das ganze Zeug hier schauen wir uns an. Ich hoffe, das Wetter wird immer ein bisschen besser. Auf dem Skyline Drive. Danke fürs Zusehen und alles weitere in der nächsten Folge. Bis bald.